Willkommen zu JBY Tutorials. Buongiorno und hallo. Ich bin Andreas und ich zeige euch heute die Top 5 der Cydia Apps. Gleich mal angefangen mit der Top 5, die heißt iClassic. iClassic ist eine App, die aussieht wie ein iPod Classic. Ihr könnt durch eure Mediathek auf dem iPod Touch oder iPhone durchscrollen sozusagen. Es kostet ein bisschen was, aber es gibt auch viele Themes in Cydia. Schaut euch da einfach mal um. Und ich kann euch einfach sagen, das Geld ist die App wert. Ja, dann kommen wir zur Top 4, die heißt FontSwap. Mit FontSwap könnt ihr eure Schriftart ändern. Zum Beispiel bei der Lockscreen-Uhr habe ich das hier genommen. Das kann ich euch jetzt auch mal zeigen. So sieht es jetzt aus. Hier. Wunderbar. Gut. Dann kommen wir zur Top 3. Die heißt MXTube. Mit MXTube könnt ihr Videos von YouTube runterladen. Ich habe hier schon mal ein Video runtergeladen. Und wir suchen jetzt zum Beispiel noch eins. Wir geben jetzt hier einfach mal ein JBY Tutorials. Also ihr sucht einfach das Video wie auf YouTube. Wunderbar. Und dann können wir ein Video auswählen. Nehmen wir mal ein Testbild, weil das ist nicht so lang und das können wir erwarten. Und dann gehen wir unten bei Download auf High für Wi-Fi oder Low für Edge. Dann steht da, dass er angefangen hat, das runterzuladen. Dann können wir hier auf Close gehen. Nicht da, Close. So, und dann lädt er es hier herunter. Und danach kann man sich die Videos hier auf MXTube ansehen. Also das finde ich schon sehr praktisch, das App. Ja, es wird spannend. Top 2 ist Winterboard. Mit Winterboard könnt ihr nicht nur Themes für ein iPod Touch oder iPhone auswählen, sondern ihr könnt zum Beispiel auch Multitasking auf dem iPod Touch zweiter Generation zum Beispiel aktivieren. Also, wenn ihr irgendwie ein neues Theme haben möchtet oder neue Features auf dem iDevice, dann holt euch Winterboard. Wunderbar. Dann haben wir nur noch die Top 1, das ist SB Settings. Ihr wischt einmal über eure Statusbar und da habt ihr es, SB Settings. Bei SB Settings könnt ihr zum Beispiel Bluetooth ein- und ausschalten. Die Helligkeit einstellen oder eure Prozesse ansehen, die ihr gerade am Laufen habt. Den Airplane-Modus ein- und ausschalten oder NoSafeRest zum Beispiel. Oder ihr könnt auch hier auswählen, ob ihr rebooten möchtet, ausschalten, Flock oder in Safe-Mode gehen wollt. Also es ist wirklich sehr praktisch, diese App. Man kann hier einfach mal zwischendurch damit was einstellen, auch in der App, weil man will ja nicht immer auf Einstellungen gehen. Also das ist wirklich schon sehr praktisch mit dieser App. Ladet sie runter, sie ist kostenlos. Ein dicker Tipp von mir. Ja, das wäre es gewesen von JBY Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, bitte abonniert mich, schreibt Kommentare. Und macht einen Daumen hoch. Ciao. Moment, da wollte ich euch noch was auf den Weg geben. Finger weg von Installis. Es ist illegal, das zu benutzen. Aber ich habe es mir trotzdem mal runtergeladen, um euch zu zeigen, was man mit Installis alles Tolles machen kann. Zum Beispiel kann man es löschen. Diese App ist einfach und ergreifend illegal, ja? Also weg damit. Gut,
dann noch einmal, ciao. Bitte abonniert mich, schreibt Kommentare, ja, bla bla bla, ciao.